So, guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück oder willkommen oder einfach halt guten Morgen auf Simchay hier auf Twitch. Ich darf euch herzlich begrüßen, was ich an der Stelle auch getan habe. Ja, und endlich sind wir wieder hier am Farmen, am Landwirtschaft simulieren. Im schönen England auf der Insel. Ich freue mich auf ein, zwei feine kaffeereiche Stunden Farming Simulator mit euch da draußen. Und los geht der Spaß. Ah, okay, da sind noch ein paar Ballen. Und hier kann man schon wieder Gras schneiden. Und dann haben wir hier jede Menge Ballenpress-Action. Ich sehe schon, wo das hinführt. Und ja, Milch wird auch, kommt auch so langsam. Was ist eigentlich Milchration? Ach, Mischration, Entschuldigung. Noch keinen Kaffee getrunken und Strohpellets. Ja, dann switchen wir hier mal durch die gute Stube. Was haben wir hier Feines am Start? Ja. Ja, ich würde sagen, ja, fangen wir doch direkt mal an mit dem Pressen. Und dann schauen wir halt einfach mal, wo die Reise hinführt. Eins nach dem anderen gemacht und ja, es ist früh am Morgen. Ja, Moment. Noch Feintuning hier am Lenkrad. So, jetzt gefällt mir das. Und dann fahren wir. So, kann man gerade die dreckige Ballenpresse hier wieder rausholen. Ja, also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch einen Stroheinstreuer heute kaufen und vielleicht sogar einen Hochdruckreiniger. Und mir wurde ja am Sonntag auf Estancia La Pacho auch gesagt, dass es sogar ganze Modgebäude als Waschanlage gibt. Das finde ich natürlich auch super. Vielleicht bauen wir auch sowas hier hin. Das wäre doch mal was, oder? So, jetzt erstmal einen Schluck hier Kaffee zum Wohl. Ah, kann man trinken. Schmeckt wieder etwas anders heute, aber kann man durchaus trinken. Wo habe ich den? Ach, den habe ich zugeklappt. Der war noch auf. Ja, sowas soll es geben. Kein Problem. So, ich muss mal kurz in den Chat schauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Tablet. Yo, mein Tablet zeigt den Chat wieder nicht an. Was ist denn da los? Obwohl er den Stream anzeigt. Also morgen Chat, Leute. Hi Rotzi, hi Gabo, Paul, LS19, ich grüße dich.
Wie geht's, wie steht's? Oh, gestern 20. Eieiei, sind so. Weil der Pool so gemütlich war, das gibt's ja gar nicht. Naja. Da freue ich mich aber trotzdem. Da weiß ich, du hast gut geschlafen. Und ich hoffe, dem Gabu Paul geht's auch gut. So, ich habe mal mein Tablet neu geladen. Ich denke mal, jetzt wird man den Stream. Ja, jetzt sehe ich den Chat. Auch im Stream auf dem Tablet, also jetzt kann ich alles mitlesen hier. Nochmal hallo, morgen und schön, dass ihr dabei seid. Ja, da bist du einfach eingepennt, Rotzi. Mann, Mann, Mann. Ich habe mich schon gewundert, ich wollte nämlich noch einen Kaffee bestellen und da war kein Kellner mehr da und ich nur so WTF. Aber hey, neuer Tag, neues Glück, nicht wahr? Und ein Käffchen habe ich jetzt trotzdem hier stehen. Allerdings ist der gleich schon wieder leer, war irgendwie eine kleine Tasse. Ich muss gleich mal eine große bestellen. Der Rotzi hier. Willst du im echten Leben auch mal Kellner werden? Ja, ist kein Problem, Rotzi. Macht ja nichts. So, da kommen auf jeden Fall hier wieder ein paar Ballen rum. Das kann ich euch sagen. Okay, Rotzi. Hätte ja sein können, mein Freund. Hätte ja sein können. Ey, dann hast du ja gestern eigentlich das geilste Match verpasst. Das letzte Match gestern gegen den Zerg habe ich in einem Late-Game-Makro-Game gewonnen. Und das war sogar ein Masterspieler. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber egal, wie gesagt, freut mich, dass du gut geschlafen hast. Das ist doch die Hauptsache, mein Freund, mein Bester, mein einzig wahrer Rotzi. Yeah. Und was steht bei dir heute Schönes an, lieber Rotzi? Was wirst du Schönes machen? Der Sinsu, der ist wohl schon wieder im Pool, ha? Huh? An diesem schönen Morgen hier, wie ich ihn kenne. Ah, schön. Fahrradfahren und spielen, kein PC. Ja, und was spielst du Schönes, Rotzi? Oder mit was spielst du dann Schönes? Hört sich doch wieder mal sehr interessant an. Und heute Abend wirst du wahrscheinlich wieder StarCraft streamen, stimmt's? Wieso wurde... Moment. Hallo, Ferry auch da. Schönen guten Morgen. Grüß dich. Wie geht's dir? Rotzi, keine Ahnung. Wahrscheinlich der Automod von Twitch, der ja automatisch Sachen erkennt und versucht dann dein Channel davor zu beschützen. Der hat wahrscheinlich die Nachricht irgendwie als missbräuchliche oder gangstermäßig krasse Nachricht detected. Und deswegen hast du wahrscheinlich jetzt hier deine Nachricht nicht gesehen.
Ja, dann schreibst du einfach nochmal leicht verändert, dann soll das gehen. Danke, mir geht's auch gut, Feriel. Schön, dass du da bist, schön, dass es dir gut geht. Ich hoffe, der Kaffee ist auch am Start. Bei mir natürlich schon heute eine andere Mischung, anderes Wasser und ein leicht anderes Mischverhältnis. Geht ganz gut rein, die erste Tasse, aber das Problem ist, ja, die ist gleich schon wieder leer. Aber da werden wir natürlich nachladen, bei Gelegenheit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, nicht wahr? Okay, danke, Rotzi. Muss ich nach dem Stream mal reinschauen. Da fällt mir ein, der kleine Sinsu hat mir auch irgendwas in DC gepostet. Muss ich nachher dann mal nach dem Stream reinschauen. Yeah. Ui, da hat's gebimmelt. Da hat's gebimmelt. Akrajonas 15, schönen guten Morgen. Danke für dein Follow. Willkommen auf Simchay. Merci, gracias, amigo muchacho. Thank you very much, mein Freund. Lass es krachen. Jorotzi, danke, danke. So, dann nehmen wir die hier, die innere noch mal direkt mit und dann irgendwann am Ende nehmen wir wahrscheinlich die äußere mit. Oh, was hat der Rotzi da wieder geschrieben? Oh, Rotzi, klingt ja fast schon lustig, so wie du das da hinschreibst. Naja, jetzt hast du es hinter dir. Beziehungsweise ja. Oder du bist gerade mittendrin und hast noch nebenbei Zeit hier im Stream zu chillen. Okidoki. Läuft also bei dir, Rotzi. Hi Eckholm, grüß dich, mein Freund. Ja, willkommen zurück. Was gibt's Neues? Gut geschlafen, gute Laune. Soweit, guten Tag. Was treibst du Schönes? Also, danke der Nachfrage. Mir geht es gut. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Und dementsprechend hoffe ich und wünsche ich dir natürlich, dass es dir ebenfalls gut geht und auch so bleibt. Auf jeden Fall schön, dass du auch da bist. Dann wollen wir hier mal ganz gemütlich abfarmen auf Sandy Bay. Wo auch sonst. Na gut.
Beispielsweise auch auf Ravenport, auf Erlengrad, auf Estancia La Pacho. Und ja, vielleicht schaffe ich es da auch, wie ich schon seit ja, über einem halben Jahr immer mal wieder raushau, mein altes Felsbrunn-Safe-Game zu laden und da auch mal eine Runde zu zocken, mal schauen. Und dann gibt es auch noch zig andere Maps und auch noch zig andere Games und Simulatoren. Also ja, erstmal locker machen hier bis in Sandy Bay. Da werden wir ja auch heute ruckzuck die Zeit wieder mit rumbekommen, um nicht zu sagen totschlagen. Ja, Rotzin, das hast du natürlich voll richtig erkannt. Wem geht's da nicht gut mit so einem to tollen Oberkellner wie dir am Start? Da kann's dann ja nur richtig gut gehen. Selbst wenn die Nase läuft. Mir fällt gerade ein, der Jona hat ja gestern ein Cappuccino-Kommando requested. Allerdings auf meinem anderen Kanal, auf Let's Chey. Also müssen wir dem natürlich dann auch bald mal nachkommen. Vielleicht ja heute Abend, wenn ich da auf Sendung bin. Wäre mal eine Idee. Wie schön da das Flugzeug lang fliegt. Mach das, guten Appetit, Rotzi, bis nachher, lass es dir schmecken. Jo, bis gleich.
So, da hat es nochmal gebimmelt. Pfannekuchen. Oder Pfannekucher. Hallo, danke für dein Follow. Willkommen auf SimChill. Merci, gracias amigo muchachos. Thank you very much, mein Freund. Willkommen, genießt die Show. Ertragreiche Feldfrucht und go. So, da haben wir alle, bis auf die eine ganz außen. Also holen wir uns die nächste Bahn. Ist doch ganz easy. Ich würde sagen, wenn wir dieses Feld fertig haben, haben wir uns einen kleinen Kaffee verdient. Und ich weiß gerade gar nicht, was geht eigentlich auf dem anderen Feld ab. Da schauen wir mal vorbei dann. Vielleicht können wir da direkt den Hermann oder die Tanja einspannen. Hier auf Sandy Bay haben unsere Erntehelfer bereits Namen. Ich werde das nach und nach auch für die anderen Karten in Angriff nehmen. Und dann hoffe ich mal, dass ich mir die ganzen verschiedenen Namen merken kann. Es wird spannend. So, oh, ganz so viel ist es gar nicht mehr, das kriegen wir auf jeden Fall rum. Da müssen wir jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Maschine und der Traktor sind auch noch in einigermaßen akzeptablen Zustand.
Und der Kraftstoff, der fließt auch noch, ich sag mal, in Strömen. Oh, ich sehe gerade hier hinten raus sind es doch noch ein paar Bahnen. Es kann also vielleicht noch die ein oder andere Minute dauern. So, nächste Bahn. Hi, der ist noch nicht im Einsatz. Grüß dich. Wie geht's dir, Fendt-Army? Ich hätte ja auch noch gar nicht das Geld hier, um den zu kaufen, mal so ganz nebenbei angemerkt. Ich weiß auch noch nicht genau, auf welcher Map ich den einsetze. Ravenport, Erlengrad, Estancia La Pacho, Felsbrunnen vielleicht sogar oder Sandy Bay. Felsbrunnen wird gut passen, da habe ich glaube ich sogar einen Deutz schon. Und das wäre ja schön, irgendwo hier in Deutschland, also glaube ich zumindest, dass Felsbrunn in Deutschland sein soll. Oh, das würde passen. So, nächste Bahn. Hi, Jona, alter Fernbus-Trucker, schönen guten Morgen.
Hast du gut geschlafen? Wie geht's? Was gibt es Neues? Super. Bist du gleich bei einer Tasse Kaffee mit dabei? Es gibt nicht viel Neues, naja, macht ja nichts. Oh, und war gut? Oder ist nicht eins deiner Lieblingsfächer? Geht so. Ja. Naja, immerhin. Geht so ist ja schon fast richtig gut für dieses Fach. Und jetzt hast du ein bisschen Zeit, um mal hier reinzuschauen. Finde ich doch super, finde ich das. Luca 1004. Danke für dein Follow. Willkommen auf SimChain. Merci, gracias, amigo muchachos. Thank you very much. Welcome and enjoy the show, my friend. Später Rallye. Oh, noch Englisch. Oh, Religion, ja. Super. Das ist natürlich eins meiner Lieblingsfächer. Ja, dann lass es mal schön krachen. Hey, Rosti, ich meine Roasty, aka Rotzi, welcome back. Huch, da ist ja gar keine. Hier ist einer. Eine Bahn. Oh, du magst die Lehrerin nicht? Na dann kann das ja eine schöne Religionsunterrichtsstunde für dich werden, mein Freund. Aber auch die geht rum. Also Kopf hoch, Jona. Ich werde ein Käffchen auf dich trinken. Dann wird es dir bestimmt gleich ganz leicht fallen, beziehungsweise viel leichter. Auf einmal sehe ich den Rotzi hier in grün, eben war er noch schwarz. Aber auch okay. Dann weiß ich auf jeden Fall, der Rotzi ist der Grüne da. Falls das grün ist, sieht aus der Ferne nach grün aus. Ah, okay. Ja, macht ja nichts, Rotzi. So ein grünes Grün, das steht ja auch ganz gut. Was muss, das muss, nicht wahr? So, dann war doch da außen bestimmt irgendwo auch noch so eine lange Linie. Oh, jetzt bist du plötzlich, ist das lila? Wahrscheinlich wird der immer besser. Beim guten Rotzi himself. Aber es gibt eigentlich nur einen himself, das ist der Bondige Bond. Naja, der Rotzi. Roosty Rotzi. So kann man das sagen. Und jetzt ist er auf der roten Seite der Macht. So, war hier nicht irgendwo noch was? Na gut, komm. Den Fetzen hier können wir auch noch mitnehmen. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre. Ey, Silvertaff, grüß dich.
Na, hast du dich von der harten StarCraft 2 Schlacht auf Let's Shape Boom Baby gestern erholt und gut geschlafen und so weiter? Gut, sieht ja eigentlich ganz funky-mäßig fertig aus hier. Boah, dann Maschine aus. Oh, 18 Uhr Licht an. Nein, das andere Licht. Genau. Und Ballen abladen, ja. Da kommt er hinten raus und dann X. Zack, oh, sogar zwei, glaube ich. Und dann fahren wir bei der Gelegenheit noch mal kurz rüber aufs andere Feld und schauen, was da abgeht. Was da abgeht. Gekalkt ist es, okay, gepflügt ist es auch. Fehlt wahrscheinlich nur noch die Saat. Und da werden wir natürlich wieder feinsten Weizen draufkloppen. Genau so machen wir das. So, was schreibt der gute Silvertopf? Auf jeden Fall gut geschlafen. Nicht. Überhaupt nicht. Oh, Silvertopf, warum denn das? So. Ja, da kann der Hermann heute eine Nachtschicht einlegen, denke ich. Und schön drüben das Feld bestellen. Ja, und wir haben dann hier wieder das feinste Vergnügen und können die Ballen laden, aber die werden wir, glaube ich, nicht alle einzeln laden. Da holen wir uns dann wieder so einen schönen Lader. Den habe ich ja gemietet das letzte Mal, wobei ich jetzt fast sagen würde, kaufen wäre nicht schlecht. Mal schauen, was der Spaß kostet. Aber kaufen wäre nicht schlecht. Man kann ja immer noch mal ab und zu so ein paar mit dem Frontlader zum Spaß verladen oder noch zusätzlich optional, wenn man mal die geballte Ballenpower braucht. Ja. Aber für den Augenblick wäre das auf jeden Fall mal super praktisch, auch so einen Lader da zu haben. So, ich hoffe auch mal, die guten Kühe haben mittlerweile ein bisschen Mist produziert. Muss ich auch mal kurz gucken. Mist noch null. Warum haben die null? Ach so, die brauchen wahrscheinlich erst Stroh, um Mist zu produzieren. Klingt ja fast schon wieder irgendwie logisch. Ah, das wird wahrscheinlich auch so sein. Ja, leicht zu dicht dran, würde ich sagen. So ist gut. Oh yeah, so ist gut. So, dann schauen wir mal, wo habe ich denn diese Sämaschine eigentlich? Ach ja, oben beim Drescher müsste die stehen. Ja, da steht sie auch, ein fundiges Teil. Ja, Dünger drin, Weizen drin.
eigentlich alles drin, was reingehört. Nur etwas breit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Boah, passt aber auch. Trotzdem, Vorsicht, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellantruhe oder Kiste oder des Porzellanladens oder allem und noch viel mehr. Ja, hier sind wir auch gut durchgekommen durch das etwas engere Tor. Coole Sache. Ach, was freue ich mich schon auf meine zweite Tasse Kaffee, Leute. Das könnt ihr euch ja wahrscheinlich gut vorstellen. So, hatten wir da nicht irgendwas mit dem Baum? Aber das waren andere Probleme. Das war, glaube ich, oder nehme ich natürlich wieder die 1 hier. Eins vorwenden, nicht die ganze Zeit, oder doch? Machen wir mal 4 Runden und das hier auch. Und ich traue dem jetzt einfach mal zu, dass er das hier hinbekommt. So Leute, dann gehe ich mal eine kleine Kaffeepause einlegen und ihr schaut dem Kollegen hier bei der Arbeit zu. Good luck, have fun, wir sehen uns in 4 Minütchen, bis gleich.
So, hallo Ladies, da bin ich wieder. Guten Morgen, Sandale. Schön, dass du auch reinschaust. Wie geht's, wie steht's, mein Freund? So, der Kaffee ist da, der Erntehelfer ist auch noch da. Coole Sache. Dann let's check this up. Was geht ab? So. Ja, eigentlich einmal schlafen gehen wäre angesagt, aber wir gucken mal kurz, was kostet ein Streuer und was kostet der Ballenanhänger? Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder hier Ballentechnik und so weiter finden. Ich glaube, es war weiter rechts. Genau, da ist es auch schon. Ja, so ein Ding 70.000, okay. Und ein Streuer. Das war da bei Tierdings, glaube ich. 70.000. War das der? Oder war das eher der? Wahrscheinlich eher der. Nee. Einstreuer. 70.000, 80.000, 90.000. Knapp 100.000. Nochmal, okay. Ja, dann machen wir das natürlich. Aber gehen wir jetzt erstmal eine Runde hier schlafen. So, auch mal speichern. Und dann gibt es hier gleich frischen neuen Kaffee zum Frühstück. Ja, hier tut sich noch nichts. Ich glaube, wir haben einmal Wasser reingefüllt. Nein, aber auch nicht. Machen wir aber. Aber wir brauchen ohnehin erstmal Mist, richtig? Genau. Ja, vorher geht da nicht so viel. Naja, gut. Kriegen wir auch noch hin, meine Freunde. Kriegen wir auch noch hin. Na, gar kein Geld mit Bienenhonig verdient. Oh, das ist aber schade. Hups. Macht ja nichts. So, guten Morgen. Und dann direkt mal ein bisschen Geld hier. Oder Moment mal, was haben wir denn noch im Silo eigentlich? Da haben wir auch noch Weizen und 12.000. Ja, eigentlich können wir auch was verkaufen fahren. Dann müssten wir hier nicht schon wieder so einen Kredit aufnehmen. Mann, ist das hier dunkel. Krass. Ja, dann warum eigentlich nicht? Nicht wahr? Wir haben ja die Kapazitäten. Also momentan könnten wir auf jeden Fall etwas verkaufen fahren. Da dürfen wir nicht wieder irgendwo hinfahren, wo es so eng ist. So, mal kurz gucken, okay. Also mit so einem großen Auflieger oder Anhänger meine ich halt. So, jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee, Leute. Zum Wohl, meine Freunde. Einen englischen Streamer mit deutscher Community, ja, auch interessant. Oh, den Kaffee kann man ja sogar trinken. Ich habe jetzt einfach mal entschlossen, aus dieser einen Ladung eine doppelte zu machen und hatte Angst, dass das alles viel zu wässrig wird, aber auf den ersten Schmecker hin nicht schlecht. Ja, kann man machen. So, ja. Wir laden diese Sonnenblumen oder was das ist. Mit dem Kleinen erstmal. Autodrive habe ich ja auch. Sollte ich vielleicht auch nicht vergessen, irgendwann mal wieder eine neue Route hier einzufahren. So, okay. War direkt mal falsch rumgefahren. Wo ist das Silo? Ja, nicht hier, auf der anderen Seite. Oh.
Oh, wieso kann ich mein Frontlader? Ich kann mein Frontlader gar nicht benutzen. Warum denn das? Ja, da ist irgendwie die Taste heute ausgefallen. Da muss ich es halt über die Tastatur machen. Ja, tatsächlich. Naja, gut, dann ist das halt so. Geht ja auch zur Not, nicht wahr? Ja, zur Not kann man alles mit Tastatur und Maus machen. Ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Ja, da hat es gerade, wie man unschwer hören konnte, nochmal gebimmelt. Pietro 2080, auch dir einen schönen guten Tag, danke für dein Follow, willkommen auf SimChain, merci, krass, das haben wir gewünscht, thank you very much, mein Freund, willkommen, genießt die Show, schön, dass du dabei bist, vielen Dank und hello. So, jetzt fahren wir hier nach links und dann rückwärts da hinten rein. Hoffentlich mehr oder weniger gut, eher mehr als weniger. Bisschen weiter werden wir schon wieder einfangen. Geht er mir ein bisschen weit nach rechts, würde ich sagen. Ja, Hauptsache, er steht hier am Ende schön mittig drauf. So, ja. Und jetzt einfach noch mal ein bisschen laufen lassen, noch einen kleinen Linksschwenker geben. Ja, und dann kommt der Brother hier doch recht cool gerade rein. Aber wenn jetzt noch irgendwann mal das Symbol hier käme, dass ich laden könnte, wäre alles nice. Kommt's aber nicht. Muss ich da noch weiter reinfahren? Ich drück. Ah ja, jetzt Befüllung starten. Ja gut. Fahren wir noch mal ein bisschen da rein. Scheint ja nicht schaden zu können. So, Befüllung. Weizen 40.000, Gerste 9.000, Hafer 15, Raps 12. Ja, komm, dann gib mir Raps, mein Freund. Raps gibt Geld. Meistens so, dann einmal zumachen. Dann schauen wir mal, wo wir das gute Raps an den Mann bringen. Was ist nochmal Raps? Das ist Raps. Ui, 2.000 beim Green Tech Store. Wo ist der denn? Ach, da oben. Weit, weit weg. Ah, genau, da fahren wir hier hoch. Ja, okay, cool. Ja, können wir auch mal einen Auto Drive Waypoint einrichten wieder? Wahrscheinlich werde ich es dann wieder voll falsch programmieren, den Waypoint, aber Wayne. So, dann starte ich mal hier. Zack, zack. Und dann mache ich hier Hof 2. Ja, und go. Ja, und dann hoffe ich einfach mal, dass wir da richtig fahren.
Hier Linksverkehr natürlich dran denken. So, erstmal schauen, kommt da links einer? Ab und zu kommt da ja mal einer. Da kommt auch einer. War also drauf Verlass. So, links frei, rechts frei, go. Und noch einen Schluck Kaffee, so. Und dann mal überlegen, irgendwann in der Stadt müssen wir dann nicht komplett durch Richtung Shop, sondern irgendwann müssen wir danach links abbiegen. Ja, werden wir schon hinbekommen. Also ich glaube, ich bin noch richtig. Genau da vorne kommt die Stadt. Da müssen wir irgendwo links hochfahren und dann im Prinzip rechts oder einfach nur weiter geradeaus fahren. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall mal schauen. Hier am besten schon. Ja, nö. Nö, nö. Hä? Ach, da vorne erst. Ja, eigentlich können wir auch hier. Ja, wir fahren hier einfach geradeaus durch. So, wir haben Vorfahrt. Gut. So, jetzt noch mal gucken. Hier müsste eigentlich hochgehen. Ja, da, ich sehe es schon. So, Blinker gesetzt. Rechts frei. Links, naja. Rechts gut. Links sieht auch okay aus. Und direkt hier links rein. Ja, ein schöner Feldweg. Ja, vielleicht nicht so gut für Autodrive, aber tatsächlich traue ich auch Autodrive zu, hier lang zu fahren. Das ist ziemlich eng, aber Einbahnstraße ist es wohl nicht. Sonst wäre da ja wohl ein Schild irgendwie gewesen. Ja, ich hoffe nur, dass hier ja nicht allzu viel Verkehr jetzt kommt. Ja, und dann fahren wir da hoch. Mal sehen, ob der gute Autodrive-Erntehelfer hier auch wieder alleine zurückfahren kann. Keine Ahnung. Schöner Schleichweg auf jeden Fall. Und schön naturbehaftetes Gebiet. Felder und Wälder. Und hier hat wohl mal irgendwann einer sein Fahrzeug abgestellt. So, da kommen wir direkt da oben hin. Das ist ja parademäßig gut gelaufen, sei denn, da ist jetzt irgendwie da vorne ein Tor, das zu ist, oder irgendwie anderweitig ist die Straße gesperrt, was ich absolut nicht hoffe.
Ja, und natürlich Verkehr. Wer hätte das gedacht? So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Also, ja. Da und dann hier rein, oder? Oh, da kommt einer. Oh, hier ist viel Verkehr jetzt. Oder da vorne rein. Ich glaube, da vorne links, das macht irgendwie mehr Sinn. So, also rechts frei, gut. Da auch frei. So, klack, 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 reingeplinkt. Und dann sind wir auch schon da. Ja, und da ist die. Da ist das Abstellteil. Wie heißt das Ding? Greenhouse? Ich nenne es einfach mal Greenhouse 1. Gut, danke, Erntehelfer. So, Plan runter. Abkippseite ist bestimmt links, oder? Ja. Und da darf ich dann wieder drauf fahren. Schön. Boah, dann wollen wir mal Geld verdienen. So. Ja, und dann lassen wir ihn mal ganz alleine zurückfahren. Mal sehen, ob er das hinbekommt, der Gute. Oder ob er es nicht hinbekommt, der Böse, der Schlechte. Nein, das wird er schon hinbekommen, nicht wahr? So, also wobei, so sicher bin ich mir da gar nicht. Da würde ich sagen, so, das macht er schon mal nicht. Aber wer hätte es gedacht? Hof 2. Ach so, ich habe hier noch gar keine Route zurück zum Hof, aber ja, es geht. So, ich will mir das gar nicht anschauen hier. Ich hoffe einfach mal, er bekommt das hin. Ja, und tatsächlich können wir jetzt gerade gar nicht so viel hier machen. Außer uns freuen, dass der Erntehelfer scheinbar einen soliden Job hier aufs Parkett zaubert. Und vielleicht wir noch mal eine Runde speichern. Was haben wir eigentlich verdient? 61.000, ja. Da würde ich ja fast sagen, es wäre Zeit für noch einen Fahrzeug. So, das wird ja wahrscheinlich noch eine Sekunde dauern, bis der aufschlägt bei uns, wenn er nicht irgendwo hängen bleibt. Die Gefahr besteht natürlich. Tiermenü. So, hier kann ich. Ach, wie schön. Schaut mal hier. Richtig großer Hühnerplace. Und auch hier so mit Hühner. Hühnerhaus. Keine Ahnung, wie man das der Fachsprache nennt. Hühnerhaus einfach. Ja, ich glaube, hier kann man schon ein paar Hühner unterbringen. Werden wir natürlich dann auch tun. Hier gibt es doch auch irgendwas. Tiermenü. Und Schafe. Ja, ich wollte ja auch irgendwann mal mit Schafen anfangen.
Du siehst dich gezwungen zu chatten, Rotzi. Warum das denn? Bist du auch einer von diesen Leuten, die es nicht sein lassen können, die Finger in die Hand zu nehmen und zu tippen, bis die Tastatur glüht? War auch nicht schlecht hier. Schön schafsmäßig. Was auch immer das heißt. Ach, das ist manchmal so. Gibt halt auch Leute, die chillen lieber. Die schauen zu. Ich freue mich natürlich immer, wenn jemand chattet, aber ich finde es auch okay, wenn es mal ruhiger zur Sache geht. Also sagen wir mal, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und ja, es ist auch manchmal ganz nice. Also manchmal mache ich es auch so, wobei das echt selten vorkommt. Oh, da kommt er angefahren. Super, hat geklappt. Da muss ich gerade mal klatschen. So. Ja, manchmal mache ich einfach den Stream an und red erstmal gar nicht, bis die Leute selbst anfangen zu reden. Das ist manchmal auch ganz nice. Aber wie gesagt, passiert eher selten bei mir. Oh, guck mal, wie schön der da, wo auch immer der jetzt anhält. Jawoll, ja. Wonderful. Wow, wow, wow. Ja, jetzt habe ich schon wieder halb vergessen, was wir machen wollten. Noch eine Ladung tanken wahrscheinlich. Wieder falsch rum hier angefahren. So was aber auch. Ja, beziehungsweise, nee. Mir fällt gerade was ein. Wir haben noch den großen Anhänger, den Auflieger. Nee, Quatsch, nicht Auflieger, schon Anhänger. Und, oh, das sieht ja auch eng aus, ob ich hier drehen kann. Ach, da fahre ich einfach noch eine Runde, oder? Ja, da fahre ich einfach noch eine Runde. Und, ja, dann, wir haben ja auch ein bisschen Weizen. Den haben wir ja nicht ohne Grund. Da werden wir dann einfach noch mal was holen. Also machen wir den großen Anhänger voll mit Weizen und fahren dann irgendwo hin und verkaufen. Allerdings ist dann halt wieder das Risiko, wenn wir den Kunden nicht kennen, ob wir da reinkommen. Ah, wird schon klappen. So, dann schieben wir den da wieder in die Lücke rein. Wenn es denn klappt. Also vom Startpunkt aus sieht es gut aus. Wenn ich es jetzt nicht versaue, sollten wir da auch ganz gut reinkommen. Ja, durchaus. Boah, das ist ja mehr als genug Platz hier. So schön, wie ich immer sage, die Deichsel gerade hinstellen. Steht. So, dann holen wir uns wieder den großen da.
Keine Ahnung, was da alles drauf passt. Oh, der Betriebszustand hier ist ja gar nicht mehr gut. Ja, da müssen wir dann natürlich auch bei Gelegenheit nochmal in der Werkstatt vorbeischauen. So schön hier übers Rohr drüber. Einmal Weizen, nein, kein Raps oder was haben wir noch so? Wir checken einfach mal alles ab. Sojabohnen auch noch ein bisschen was. Ja, Weizen rein. So, dann sehen wir auch direkt mal, ob das Ding voll wird oder nicht. Noch ein beherzter Schluck. Ui. Noch ein, ui. Ja, da ist der Kaffee fast aus der Tasse gesprungen. Ich wollte sagen, noch ein beherzter Schluck Kaffee. Ja, und sieh da, da kriegen wir das Ding sogar komplett voll. Zumachen oben geht ja nicht. Nicht meines Wissens nach. Also schauen wir mal, welcher Kunde hier potenziell leckeren Weizen braucht. Ach, wieder das Greenhouse. Ja, dann würde ich sagen, fährst du mal direkt dahin, mein Freund? Wäre ja super, wenn das wieder klappt. Wenn ich da jetzt gar nichts. Oh, es wird aber eng, oder? Mit dem. Oh, der hier mit dem schweren Großen da reinkommt. Na, ich lasse mich mal überraschen. Ich werde auf jeden Fall mal vorher speichern. So viel ist mal sicher. So, da würde ich sagen, Greenhouse, das müsste der Trigger hier vorne sein. Ja, und er hat ihn direkt gesnappt. Oh. So, wie sieht's hier aus? Ah, irgendwie mittelmäßig gut, sage ich mal. Schöner wäre es, wenn er da keine Riesen eher freien Flächen lassen würde, aber ich glaube, das werde ich niemals hinkriegen. Norris Kiki, auch dir schönen guten Morgen. Danke für dein Follow. Willkommen auf SimJ. Merci, gracias, amigo. Ciao, ciao, thank you very much. Schönen Tag wünsche ich dir. Ertragreiche Feldfrucht, Feldarbeit und hallo. Ja, schön, dass du im Chat reinschaust. Grüß dich, wie geht's, wie steht's? So, ich könnte ja mal gucken hier, wie der, wie der das hier berechnet hat, sieht man gar nicht. Ach doch, hier. Ich glaube, der hat es falsch berechnet. Arbeitsbreite. Ja, kein Wunder. Naja, dann. Ja, egal. Ich will da jetzt nicht rumjustieren. Ich, wie gesagt, ich erwarte einfach, dass das Curseplay auch von alleine hinbekommt. Ja, dann haben wir halt jetzt hier wunderschöne Dinger drin, dann ist es halt so. Dir geht's gut, Norris. Schön. Mir geht's auch gut. Was machst du Schönes? Bist du auch gerade am Zocken oder bist du noch ein bisschen am Twitch rumsurfen und spielst dann später selber noch oder hast du gar keine Zeit zum Spielen diese Woche? Oder machst vielleicht was ganz anderes? Könnte ja auch sein.
So, mal abwarten, ob der Erntehelfer da überhaupt ankommt. Ich traue mich gar nicht nachzuschauen. Aber früher oder später müssen wir ja mal schauen. Okay, die eine Kurve hat er schon mal gekriegt hier. Boah. Also lange dauert es nicht mehr. Ach, dann mache ich hier einfach nochmal einen kleinen Control-Gang, bis der drüben ist. Ja, zum Beispiel können wir schon mal hier die Werkstatt vorbereiten. Denn da werden wir den JCB dann im Anschluss reparieren, warten, auf Vordermann bringen. Was sind das hier für Tellamin? Okay, da schließt man irgendwo dran und sind das so Ventile? Okay, das kennt man, ein Rasensprenger. Gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Ja, damit kann man, nehme ich mal stark an, einen PKW und ja, einen Akkumulator laden oder zumindest mal messen, aber vielleicht auch laden. Kann ich jetzt so nicht erkennen. Oh, eine Werkstattbank darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann jede Menge Platz hier, um die ein oder andere Gerätschaft reinzustellen. Ein oldschooliger Big Bag liegt da noch und ui, hier sollte man vielleicht auch mal den Geröll wegräumen. Aber was da drin ist, na, hoffentlich kein Bier. So, okay, oh. Und da ist unser Erntehelfer schon am Ziel. Wie schön. Ja, ich bin stolz auf sie. Hat ja wirklich super geklappt hier. Gut, dann einmal abladen. Oh, Moment. Jetzt mein Lenkrad hier wieder. Jetzt ist die Federung hier wieder ein bisschen hart. Muss ich gerade mal runterstellen. Ich mag es nicht ganz so strong. Da muss ich erst noch mehr Spinat essen. Da, so, da sind wir. Oh, hier könnte ich schon ausladen, sieht mal einer an. Ja, und ausnahmsweise auch mal richtig schön Platz, auch mit so einem etwas größeren Anhänger. Auch das ist natürlich absolut nice. Schöner Luxus. So, ich glaube, wir müssen hier gar nicht so viel weiter reinfahren. Einfach mal, ja, ich wollte gerade sagen, lädt er nicht ab. Doch, da lädt er. Ja, da lädt er ab, der Gute. Und es gibt Geld. Und wir haben das Geld, das wir brauchen. Rotzi, ja, natürlich bist du nett. Du bist nicht nur nett, du bist Rotzi-mäßig nett. Was soll das denn wieder heißen hier?
So, und dann go. Enjoy the show und dann go. So, und auch hier. Na. Direkt mal gespeichert. So, dann würde ich sagen, ab zum Shop, beziehungsweise einmal den Streuer hier gekauft. Ein Streuer, ja bitte. Ja, viel mehr kann man da gar nicht machen. Und dann noch bei der Ballentechnik den, hier, den Ladewagen, wie auch immer man den hier nennt. Ballensammler, muss ich mir mal merken, eigentlich ganz logisch, ein Ballensammler, zack, auch gekauft, so, und dann haben wir sogar noch ein bisschen Geld, da könnten wir ja dann sogar noch mal, nett wie wir sind, 5.000 zurückzahlen, so, Mann, 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 da haben wir es uns jetzt aber richtig gegeben. Oh, Juna, der ist auch noch da, ja, der Juna scheint auch ein ganz lieber Mensch zu sein. Ja, das hat ganz lustig geklingelt. Ja, coole, lustige Hupe. Ich verstehe schon, was du meinst. So ist das. Jump, yeah. So, jetzt haben wir nichts, um hier das Zeug abzuholen, aber macht ja nichts. Kommt auch wieder. Ja, da warten wir einfach mal hier. Wo geht's da eigentlich lang? Hier sind wir auch noch nie lang gelaufen. Feld 28, ne? Da könnte man meinen, das gehört uns, aber nee, leider noch nicht. Hätte ich aber eigentlich gerne. Wir können ja auch mal gucken bei der Gelegenheit. Moment, was schreibt der gute Rotzi? Bei mir zu Hause. Hätte ich bestimmt mitbekommen, oder? Also, ich glaube, du hast da irgendwas im Stream gehört und verwechselst das. Oder bist leicht irritiert. So 28, oh, gar nicht so groß. 70.000, hey, das geht ja sogar noch. Okay, ich glaube, das holen wir uns als nächstes. Ach, schaut mal, hier ist ja auch noch was. Ja, das hat nicht mal eine Feldnummer, aber das ist ja auch noch was. Hier links. Ja, stimmt. Das ist ja auch nochmal unendliche Weiten an Gras. Und hier auch nochmal unendliche Weiten an Gras. Ja, was geht hier ab? Alles Gras oder was? Oh, da kommt unser Kollege, unser Angestellter. Also ich weiß nicht, Rotzi, wenn es jetzt geklingelt hätte, dann würde ich ja wahrscheinlich sagen, Moment, es hat geklingelt, ich muss mal an die Tür. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, aber ich werde mir das nachher gerne nochmal in der Aufnahme anhören. Wahrscheinlich stehen jetzt die Leute vor der Tür und klopfen, Mann, Jay, mach auf, ist wichtig. Und ich so bla bla hier voll am Stream. Nein. Das kann ja eigentlich nur die Kaffeeklingel gewesen sein. Alles klar, Rotzi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ich wünsch dir was. Bye, bye. So. Nicht zu dicht an die Wand stellen, wenn man dann wieder vorwärts fährt und die Lenkachse hinten ist nicht mehr fest, dann, ja, dann hängt man erstmal an der Wand in bester SnowRunner-Manier. Ja, SnowRunner war übrigens am Sonntag auch sehr lustig. Ich hoffe, ich werde es zeitlich hinbekommen, dass jetzt mehr oder weniger jeden Sonntag zwischen
21 Uhr abends hier auf SimChay und 22 Uhr abends hier auf SimChay zu starten. Schön immer im Co-op mit netten Leuten, auf die man sich verlassen kann. So, jetzt muss er eigentlich schon wieder zum Shop fahren, aber unser Fahrzeug erstmal in die Garage fahren. Zum Reparieren. Auch das kostet Geld. Ich hoffe mal nicht so viel. 6000 Scheine am Start. Aber das wird ja auch wieder mehr. Wir haben ja auch gut investiert, sinnvolle Sachen rausgeholt. So, muss ich hier rein? Ja, oder? Ah ne, ich muss, glaube ich, da in diese Markierung rein. Ja, wenn man das wüsste, wenn man das wüsste. So, hier nicht aufspießen. Eigentlich nicht. Aber wisst ihr was? Das steht halt jetzt da, so Schraubendreher geholt und zack, bum, 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 bum. So, zack, zack. Genau. Und schwubbidi-wups. Das war doch schon teuer. Aber dafür, ja, alles im grünen Bereich hier. So gefällt uns das. Ja, also wie gesagt, die Maschinen holen, das heißt, drücken wir hier mal wieder das Ding hier an, irgendwie mit Shop, und dann hoffen wir mal, das klappt. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ah, wieder die falsche Taste gedrückt. Sollte schon mal vorkommen. So, jetzt geht hier wieder gar nichts. Ja, die alte Problematik, da weiß man nicht. Da weiß man nicht mehr, wo lang. Ja, komisch, ne? Erst geht's, dann geht's wieder nicht. Was soll man da machen? So, hier, das sieht doch gut aus. Ja, jetzt hat das, okay. So, wie sieht's hier aus? Ja, fruchtig frisch sieht's da aus. Naja gut, solange er das irgendwie hinbekommt, ist ja okay. Auch wenn er da 180 Mal langfahren muss, ist mir fast lieber so als anders. Wie sieht mein Kaffee aus? Ja, der ist leer. Och, da lassen wir dann noch einmal... Lassen wir den noch einmal rüberfahren, da zum Shop, und holen da was ab. Und dann würde ich sagen, Kaffeepause. Aber schon echt bescheiden, wie der das hier macht. Das ist ein recht großes Feld. Das ist eine Standardmaschine. Da erwarte ich, dass er das eigentlich schon von selbst... besser vermisst hier, vermisst. Was er leider nicht tut. Kann man ja auch hier deutlich sehen. Oder? Hier, ich weiß nicht, im Wachstum steht er zwar, aber hier, da wächst, glaube ich, nichts, oder? Also wenn das hier auf diesen Kalkstellen auch wächst, wäre ja geil, aber nee, da wächst nichts.
Ja, hier, guckt euch das mal an. Nein, da wächst nichts. Also wenn es wächst, alright. Aber man sieht ja auch hier, hier wächst gar nichts. Buh. So, da ist er angekommen. Da ist er angekommen. Gut. Ja, holen wir erstmal den Lader, oder? Eine schöne weite Kurve hier gezogen und Hof. Ja, und es klappt auf Anhieb. Wow. So. Gut, Leute, Kaffeepause, bis gleich.
Hallo, so, da bin ich wieder. Wie sieht's aus? Erntehelfer am Start? Ja, nein, vielleicht. Oder vielleicht sogar erst recht. Ja, sieht gut aus. Ja, super. So, jetzt die Frage, ne? Direkt mal ballen oder keine ballen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir gehen mal direkt hier ballen sammeln und den Streuer. Der hat ja wieder einen bescheidenen Wendekreis hier. Komme ich ja fast gar nicht in einem Zug rum. Ja, müssen wir schon gut ausholen hier. Und den am besten auch schon so richtig schön hier reinstellen. Ja, dadurch, dass wir Allradlenkung haben, na, kann man halt auch teilere Kurven fahren. Oh, schön weit. So. So nicht anders. Und oh, zum beherzten Kaffee gegriffen. Also auf euch, meine lieben Zuschauer, hoch die Tassen. Ja, gut. Ja, oh, und da ist auch der andere fertig. Das nenne ich doch mal Timing. Dann machen wir nämlich Folgendes. Tja, das hat ja wieder. Ja. Hat ja wieder nicht so geil geklappt. Ne, wisst ihr was? Da ziehe ich dann direkt nochmal die Bahn hinterher. Ach, das mache ich direkt jetzt. So. Ja, da hat's nochmal gebimmelt, cool. Hallo Daniel Otti09, danke für dein Follow. Willkommen auf SimChay. Merci, gracias, amigo muchachos. Thank you very much, mein Freund. Und danke für die Unterstützung. Ich wünsche dir einen wunderprächtigen Tag und hoffe, dir geht's gut. Ja, krass, wie viel Bahn der da einfach verkackt hat. Naja, okay, dann ist es so. Ich lebe jetzt einfach damit. Ich sag mir jetzt einfach, das ist realistisch. Einfach mal so habe ich beschlossen. So, ich werde jetzt die Maschine wegstellen und dann fahren wir hier mit dem Johnny Boy noch den Streuer holen. Ja, und ich habe ja mir hier extra jetzt, wo ich wieder auf meinem Lenkrad bin, auch so ein Joystick hier hingebaut, womit ich den Frontlader bedienen kann. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, scheinbar als ich den PC gebootet habe, da ist ja alles über USB connected, manchmal wird das ja, kennt ihr vielleicht, über USB nicht erkannt, da muss man es rausziehen, reinstecken, dann wird es meistens erkannt oder halt einfach nochmal für die ganz faulen neu booten. Aber jetzt hier in-game, ich habe es ja rausgezogen, reingesteckt, wird es halt nicht erkannt, deswegen müssen wir dann heute wahrscheinlich mal den Frontlader, wenn wir ihn dann überhaupt heute nochmal benutzen, übers Keyboard benutzen. Ja, und da muss ich halt für die Zukunft mal genau drauf achten, bevor ich ein Game und den Stream starte, dass da auch der Joystick funktioniert. Bis jetzt ging er immer beim ersten Mal, aber ja, wenn du viel USB-Ports belegt hast und so, kann das natürlich schon mal passieren. Ist ja auch nicht schlimm. Aber jetzt hätte ich halt gern wieder schön mit dem Joystick den Frontlader fast in Klammern fast realistisch bedient. Naja, dann halt in der nächsten Folge. So, ja. Und dann bringen wir den wieder dahin, wo wir ihn her ja, rausgeholt haben. Und dann kann er hoffentlich auch zum Shop fahren und dann holt er hoffentlich den Streuer und dann. Ja, dann haben wir eigentlich schon gut was erreicht in der Folge heute.
Macht ja mehr Sinn, wenn ich den hier so gerade mache. Also wenn ich die Kamera hier so gerade einstelle, habe ich mir gerade gedacht, also cool schräg. Sieht zwar ein bisschen schöner aus, aber dann sieht man nicht mehr so gut logischerweise, wo man hinfährt. Und ja, beim Rückwärtsfahren sollte das natürlich schon der Fall sein, dass man sieht, wo man hinfährt. So, einmal abgeladen, abgestellt, abgekoppelt. Ihr könnt das nennen, wie ihr möchtet. Mal fahren wir wieder zum Wegpunkt runter. Ganz unkompliziert, stressfrei und mit guter Laune. Und wie gesagt, auch ja, einmal speichern, wo wir schon dabei sind. So, dann Shop. Wahrscheinlich hier. Jetzt hat er's. So, B drücken und fahren. Hi, Unit Schlumpf, guten Tag. Na, was gibt's Neues bei dir? Hast du Kaffee am Start? Kein Kaffee am Start. Oh, das ist aber nicht so geil. Dann sollten wir das mal schleunigst ändern. Was hältst du davon? Du bist noch gar nicht da. Ach so, du bist unterwegs, beziehungsweise bist vielleicht auch gerade erst aufgewacht. Oh, Unit Schlumpf. Das ist ja Desaster. Erst die PlayStation 4, jetzt die Kaffeemaschine. Mann, du hast wohl eine richtige Glückssträhne im Moment. Da. Oh, heute oder morgen ist es soweit, wirklich? Ja, ich drück dir die Daumen. Am besten wäre ja sogar heute schon, oder? Kann man das so sagen? Wäre wahrscheinlich schon nicht schlecht, oder? Mein bester Unit Schlumpf. Mein einzig wahrer Mr. Berlin. Ich drück die Daumen. Ah, naja, dir ist es egal, mir nicht. Ich wünsche dir, dass dein PC heute schon kommt.
Oh, wir sind ja schon voll. Oh. Aber wir wollen hier natürlich auch nicht hängen bleiben. Nö, nö. Wollen wir nicht. Ja, der kommt schon, oder, Unit Schlumpf? Der kommt schon. Ich war mir gerade nicht sicher. Du hast dir den neu gekauft, oder? Oder ist es ein Gebrauchter? Aber du hattest ja irgendwie dir Teile zusammenstellen lassen und so. Also wird es wahrscheinlich ein neuer sein. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Neu, neu, neu. Ja, sehr gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Neu, neu, neu. Gut, gut, gut. So, Quaderballen haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Die erste Ladung können wir auch verkaufen. Ich hoffe mal, ich kann damit dann da hinten schön Smoothie in die Halle reinfahren, in die Scheune und das verkaufen da. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich, warum ein paar Leute Sandy Bay nicht mögen. Da muss man ja öfter mal rückwärts fahren. Nein. Ja, vom Dach könnte es schon ein bisschen eng werden da. Stelle ich gerade fest. Ist halt auch die Frage, hat das Dach Kollision oder tut es nur so? Also das müsste ja eigentlich schon reichen, so triggermäßig, oder? Ja, wir werden es gleich herausfinden. Ich fahre jetzt noch mal kurz ein bisschen weiter rein, um den hier gerade hinzubekommen. Und dann fahren wir auch schon wieder raus. Rausfahren wir. Ja, dann jetzt wird's spannend. Jetzt geht's los. Oh shit, oh shit, oh okay, oh, okay, das klappt nicht so geil. Nein, 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 ah Mist. Ja, Mist, das hat nicht geklappt. Entladen, abbrechen, ja, würde ich sagen. Da fahren wir nochmal ein Stück zurück und klemmen das dann da rein, hoffentlich. Noch ein paar Meter zurück. So, und jetzt das Ganze nochmal. Das könnte funktionieren. Das wäre natürlich super, wenn das funktioniert. Ha, ja, jetzt stehen sie da. Mist, die werden hier gar nicht getriggert. Oh nein, und ich krieg das Ding nicht mehr zu. Ja, okay, das war richtig nice. Oh, jetzt stecke ich da drin. Okay, Achtung. Mal sehen, was jetzt passiert. Sehr interessant. Ja, immerhin. Dann kann ich sie ja da schön reinschieben. Gut, oh doch, jetzt werden sie verkauft. Seht ihr, da ist doch schon der Trigger irgendwie aktiv. Nur muss man die wohl noch mal ein bisschen antatschen, damit die auch hier realisieren, dass die da verkauft werden sollen. Und wir wissen, diese Scheune ist für den direkten
das direkte Abladen vom Ballensammler ungeeignet. Das heißt, wir werden die dann erst in den Hof stellen. Und so weiter. Also Moment, was ist eigentlich mit dem anderen Kollegen hier? Ah, genau. Da war ja noch was. Nach Hof. Ja. Und auch das hat irgendwie geklappt. Irgendwie. Besser irgendwie als nie. Haha. Gut, weiter geht's. Ja, also wie gesagt, in Zukunft schön hier mit dem Ballensammler abladen und dann nochmal auf Ballenwagen laden oder einzeln rüberfahren. Ja, und die anderen Ballen, die da jetzt liegen, die schieben wir dann halt da einfach rein. Easy. Ja, und die nächste Runde, ding, ding. Kaffee habe ich hier auch noch. Also alles schön und gut. Ja, da ist das Teil ja gleich schon wieder voll hier. Oh, da ist der Erntehelfer auch angekommen, supi. Wo ging's daraus? Da hinten.
Ja, durch dieses Tor dort. Oh, jetzt steht er hier vor den Beinen. Ah, mehr oder weniger. Geht. Werden ja hier langsam eh zu viele. Sieht man ja schon. Naja, die sind ja dann hier auch nur temporär gelagert. Die werden ja dann, wie gesagt, ohnehin bald abtransportiert. Für die Tiere und zum anderen natürlich, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, während das hier zugeht, können wir hier nochmal reinspringen und swingen. Ja, und den Einstreuer, den können wir eigentlich auch direkt hier stehen lassen, weil. Ja, wir wollen ja bei den Tieren noch was einstreuen. Ja, eigentlich, ja. Lassen wir den mal so stehen hier. Speichern wir nochmal. Und dann, was sagt die Uhr? Ja. Bis der Kaffee leer ist, ein, zwei Kleinigkeiten können wir noch erledigen hier. Da ist ja wieder richtig locker flockige Feldarbeit bei rumgekommen. So, dann machen wir den Kollegen hier nochmal voll, würde ich sagen. Es liegen auf jeden Fall noch ein paar da. Ganz klar. Danke, das wünsche ich dir auch, Unit Schlumpf. Viel Spaß und Erfolg. Bis bald, mein Freund. Eisern Dade, grüß dich. Gut, und wie geht's dir? Wie läuft's in der Schule heute? Oder hast du heute keine Schule? Hi Kilian, ebenso, wie geht's, wie steht's? Dir geht's bestens, ja wundervoll. Ah, Sandale geht's auch gut, na, das freut mich natürlich ebenso. Ja, nice.
Dann habt mal einen schönen Tag, ihr zwei, und schön, dass ihr am Start seid, natürlich. So, 11 Stück, okay. Ja, Kilian, kein Problem. Aber hast du eine Ahnung, warum das so ist? Warum Twitch einen... also ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man auch einem entfolgen kann. Also dass man automatisch entfolgt wird. Aber ja, ist doch kein Problem, Kilian. Selbst wenn du irgendwie, sag ich mal, eine Stimmungsschwankung hättest, wo du plötzlich keinen Bock mehr hast zu folgen. Und durch die Benachrichtigung, dass ich gerade live gegangen bin, nerven und du dann entfollowst und später wieder followst, kein Problem, ich bin dir nicht böse. Jedem das seine. Aber schön, dass du da bist und dass es dir gut geht. Das ist doch die Hauptsache. Da hat's gebimmelt. Wer kann das wohl sein? Hehe. So, haben wir hier echt alles aufgeräumt. Oh, es ist gar nicht Kilian. Hey, The Walking Rico. Grüß dich. Willkommen auf SimJ. Merci, gracias, amigo muchacho. Thank you very much, mein Freund. Welcome to the show. Ertragreiche Feldfrucht. Wunderschönen Tag. Vielen Dank für die Unterstützung. Hi and welcome. So, dann schauen wir nochmal. Liegen da nicht noch irgendwo welche rum? Sollte es tatsächlich die Möglichkeit sein. Hallo, The Walking Rico, wie geht's? Schön, dass du auch im Chat reinschaust. Was gibt's Neues bei dir? Was treibst du Schönes? Ja, wahrscheinlich hat sich hier wieder ein Ballen irgendwo versteckt. Aber im Großen und Ganzen sieht's gut aus. Ein bisschen chillen, ja, das ist gut. Das werde ich hier nach dem Stream auch machen. Und dann irgendwann Mittagessen und dann später fleißig lernen. Und wahrscheinlich noch eins, zwei Käffchen plus eins, zwei Cappuccino trinken. Und wenn ich noch Zeit habe. Oh, heute Mittag noch ein bisschen zocken, vielleicht der Cyberpunk. Ja, aber mal schauen. So, dann legen wir hier die Ballen nebendran. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Mein Kaffee ist auch fast leer. Boah, dann ist es ja fast 11:30. Das passt ja ganz gut. So, jetzt nur die Frage. Ja, die müssten ja eigentlich noch hier nebendran passen. Wie gesagt, die stehen ja ohnehin nur temporär da. Ach, die Ballen hinten am Bail Shop könnte man ja dann auch bei der Gelegenheit nochmal reindrücken, damit die in dem Trigger verkauft werden.
So, da, da liegen sie. Und während dann der Tisch hier wieder einfährt, noch ein Schlückchen Kaffee. Das werde ich zum Besten geben. Zack, zack, zack. Fertig. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch noch ein nettes Plätzchen für den Ballensammler finden. Wir haben schon Platz hier auf dem Hof, aber halt auch nicht überall, aber da werden wir schon ein Plätzchen finden. Oh, das werden wir die Kurve hier aber wiederum nicht kriegen. Ja, so ist besser. Ah, warum nicht hier am Feldrand? Das sieht doch ganz einladend aus. So kann man es doch stehen lassen erstmal. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach genau. Ja, laden hier und streuen machen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss zusehen, dass ich bis 11:30 fertig werde. Hi Jona, willkommen zurück, mein Freund. Dann werden wir jetzt noch ganz chillig wieder die Ballen reindrücken, wie gesagt. Und dann kommen wir zum Ende erstmal. Hoffentlich schaffe ich das da auch, die schön reinzudrücken. Das sieht ja schon nach einer heftigen Aufgabe hier aus. Ja, schwerer als ich dachte. Da habe ich hier ja richtig was angerichtet, hey. Oh yeah, naja gut, das machen wir dann gechillt in der nächsten Folge. Da werden wir dann wahrscheinlich den Erntehelfer in der Zwischenzeit irgendwas Wichtiges machen lassen. Den Hermann oder die Tanja. Und dann werden wir hier mit dem Frontlader ganz professionell das erstmal wieder zur Seite räumen und dann Step by Step verkaufen. So machen wir das. Boah, dann haben wir auch schon mal eine gute To-Do-List, sag ich mal. Und natürlich hier die Dings laden. Deswegen parken wir mal auch so direkt davor, ganz provokativ, damit man dann weiß, was Sache ist. So, dann nochmal gesaved hier. Im JCB, ja Jona, da habe ich heute Morgen auch wieder an deine Worte denken müssen, als ich da eingestiegen bin, das erste Mal JCB gesagt habe. Du lustige Spaßkanone, du. So, okidoki, Leute, dann haben wir es geschafft. 11:30 gleich. Ja, war sehr nice. Danke an die neuen Follower. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke an die Zuschauer da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke an die Stammchatter. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann macht's mal schön und gut. Wir sehen uns. Bleibt gesund und trinkt ordentlich Kaffee. Hat mich gefreut. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.